heute haben wir eine ganze Reihe wertvolle Tipps für euch, für Eltern und Kinder gleichermaßen, Jugendliche natürlich auch, weil es gibt viel freie Zeit zu Hause und den großen Teil nutzen viele mit der Nutzung von Handy, Computer, Tablet, digitalen Medien. Damit das nicht überhand nimmt und spätere negative Folgen verhindert werden können, folgende Tipps für euch. Zum Ersten ist es wichtig, dass sie und ihr euch Tagesstruktur schafft. Feste Aufstehzeiten für alle beibehalten, Zeit für Schularbeiten festlegen und auch Bildungsangebote nutzen, gibt ja viel Tolles im Netz. Feste Arbeitsplätze für alle, auch für die Kinder und natürlich auch auf Pausen achten. Feste Mediennutzungszeiten zu vereinbaren. Bisheriges Kontingent nicht über die Maßen erweitern. Auch wenn Bildungsangebote genutzt werden digital, dann sollten die nicht vom Zeitkontingent abgezogen werden. Und vor allem bei Spielen mit Suchtcharakter, zum Beispiel wenn es einen starken Belohnungseffekt gibt im Spiel, bitte setzen Sie Grenzen. Gemeinsame Höhepunkte in der Familie schaffen. Veranstalten Sie Spieleabende oder Spielenachmittage. Einfach gemeinsam Spaß haben und die Zeit verbringen. Planen Sie ein Projekt mit den Kindern zusammen, was Großen und Kleinen gleichermaßen Spaß macht. Vielleicht einen Kurzfilm drehen für die Großeltern oder für die Freunde. Und gestalten Sie Mahlzeiten vielleicht auch mal als Aktivität. Gemeinsames Pizza backen ist eine ganz tolle Sache. Nutzen Sie gemeinsame Familienzeiten. Vor allem gemeinsame Mahlzeiten zum Austausch zur Situation in Berlin, wie es Ihnen und euch damit geht und was ihr euch von Freunden, von eurer Familie wünscht. Das ist ja wichtig zu wissen für die anderen. Bewegung für alle. Geht an die frische Luft, das tut gut, mit Fahrrad, Roller, Skateboard, natürlich mit dem empfohlenen Abstand, auch die Eltern. Und machen Sie Sport, macht Sport in der Wohnung. Auch da gibt es tolle Tipps im Internet, ganz leicht umzusetzen. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Garten, wo es rausgehen kann. Ja, nutzt das. Tauscht euch aus, tauschen Sie sich aus über Skype, über Chat, über Telefon und erfahren Sie, was die anderen gerade machen. Und vielleicht kann man darüber auch tolle Ideen bekommen, was zu Hause noch so möglich ist. Wenn es zu Hause schwierig wird, Sie oder ihr Sorgen und Probleme oder Gesprächsbedarf habt. Wir sind für Sie und euch da, im Online-Chat, per Telefon natürlich weiterhin auch, per E-Mail. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.